Hallo, hallo, ihr lieben Reisenden und herzlich willkommen in der größten Traveler-Community Europas. Bestimmt habt ihr euch, so wie auch wir, schon mal gefragt, wie man sich unterwegs auf Reisen eigentlich mit dem Internet verbindet. Und heute erzähle ich euch, wie ihr in Griechenland Internet bekommt. Also Internet auf meiner Reise nach Griechenland. Wenn du nach der besten Option suchst, um dich auf deiner Reise nach Griechenland, sei es aus touristischen Gründen oder auch geschäftlich, mit dem Internet zu verbinden und du sofort nach deiner Landung eine Verbindung haben möchtest, um zum Beispiel deiner Family Bescheid zu geben, dass du gut angekommen bist, ein Uber anzurufen, sobald du am Flughafen ankommst oder aber Google Maps zu verwenden, um dein Hotel zu finden, dann teilen wir von Passporter heute gerne unsere Erfahrung mit dir, die wir für die praktischste und rentabelste Option halten, nämlich eSIMs oder auch virtuelle SIM-Karten genannt. In diesem Video schauen wir uns daher einfach mal an, was ist eine eSIM, wie funktioniert das Ganze, welche Vorteile bietet mir das, welche Unternehmen bieten diese Art von Dienst überhaupt an, was davon ist die beste Option, wie nutze ich sie und zu guter Letzt, welche anderen Optionen gibt es denn, wenn mein Handy nicht mit einer eSIM kompatibel ist? Also, was ist eine eSIM? Wie funktioniert das Ganze? Welche Vorteile bietet sie mir? eSIMs ermöglichen es uns, auf Reisen nach Griechenland Internet auf dem Handy zu haben, ohne unsere übliche SIM-Karte überhaupt entfernen zu müssen, so wie es bei herkömmlichen SIM-Karten der Fall ist. Die Vorteile? Ein sofortiger Kauf und weltweit verfügbar. Als virtuelle SIM hat es nämlich den Vorteil, dass sie von überall auf der Welt aus gekauft werden kann und sofort in dein Postfach ankommt. Du erreichst also dein Ziel direkt mit Internet, kannst deine Family anrufen, dein Uber bestellen oder arbeiten oder was auch immer. Außerdem bieten eSIMs eine einfache und echt schnelle Installation. Was du nämlich in deinem E-Mail-Postfach bekommst, ist ein QR-Code, den du dann einfach einscannst und deine eSIM sofort installiert wird. Außerdem haben wir bei eSIMs einfach wettbewerbsfähigere Preise im Vergleich zu anderen Optionen, wie zum Beispiel Roaming oder Pocket Wi-Fi. Und wie schon erwähnt, musst du deine SIM-Karte, die du in deinem Handy hast, nicht rausnehmen. Also no stress mit deiner WhatsApp-Nummer. Okay, wenn du jetzt auch schon bis hierher gekommen bist, dann hast du wahrscheinlich schon gecheckt, dass eSIMs die beste Lösung sind, um unterwegs online zu bleiben. Und jetzt fragst du dich aber vielleicht, welche Unternehmen bieten diesen Dienst an und was davon ist die beste Option für mich? Auf dem eSIM-Markt gibt es unterschiedliche Unternehmen, so wie zum Beispiel Olafly, Airalo, Maya Mobile, SIM Options oder auch Truephone, die uns Datenpläne für eSIMs anbieten. Aber bevor man eine kauft, ist es natürlich wichtig, sich erstmal anzuschauen, welche Bedürfnisse unsere Reise überhaupt hat. Und aufgrund unserer Erfahrung halten wir es für wichtig, verschiedene Faktoren dabei zu berücksichtigen. Zum Beispiel die Dauer des Plans. Also wie viele Tage sind wir überhaupt unterwegs? Gibt es einen Kundenservice, der persönlich ist und im besten Fall auf unserer Sprache? Gibt es eine App zur Verwaltung des Datenplans? Und apropos Datenplan, wie viele Gigas pro Plan kommen da überhaupt mit? Vorzugsweise natürlich unbegrenzt. Und zu guter Letzt, was kostet mich dann das Ganze und wie, in welcher Währung kann ich das bezahlen? Außerdem eine wichtige Frage, wie berechne ich eigentlich die Menge an Daten, die ich für meine Reise nach Griechenland brauche? Dafür haben wir dir eine Tabelle zusammengestellt, mit der du den ungefähren Verbrauch von den wichtigsten Apps einsehen kannst und kannst den dann einfach mit dem Verbrauch vergleichen, den die Einstellungen deines Handys anzeigen. In Anbetracht dessen, dass du jetzt mehr oder weniger weißt, wie viele Daten du so benötigst, lassen wir dir eine weitere Tabelle da mit jeder Marke von eSIMs und all ihren Dienstleistungen, damit du vergleichen und die beste Option für dich auswählen kannst, die am besten zu deiner Reise passt. Also, Olafly bietet uns 8 unterschiedliche Pläne an, alle mit unbegrenzten Daten, und zwar für 5, 7, 10, 15, 20, 30, 60 und 90 Tage mit Preisen, die von 19 bis 99 Euro reichen, was ideal ist, sowohl für kurze, mittellange oder auch echt lange Aufenthalte. Airalo für Griechenland hat 6 Pläne. Einmal ein Plan für 7 Tage mit 1 Gigabyte, der, sind wir mal ehrlich, wahrscheinlich in weniger als einem Tag direkt verbraucht wird. Ein weiterer Plan für 15 Tage mit 2 GB, ähnlich wie die erste Option. Und 4 Pläne für 30 Tage mit 3, 5, 10 oder 20 GB. Preislich hier sind wir von 5 bis 49 Dollar unterwegs, je nach ausgewählten Plan.
Aralo zeichnet sich dadurch aus, eine der günstigsten Marken auf dem Markt zu sein, aber sowohl die Pläne als auch die angebotenen Daten, die da mitkommen, sind sehr begrenzt. Und es ist wirklich wahrscheinlich, dass du mitten auf deiner Reise plötzlich wieder ohne Internet dastehst oder aber deine eSIM immer wieder aufladen musst, sodass letztendlich billig doch ganz schön schnell teuer werden kann. Maya Mobile bietet uns Datenpläne für 5, 10, 15 und 30 Tage an mit einem Datenlimit von 3, 5, 10 oder 20 GB. Preise hier zwischen 6 und 56 Euro. Sie bieten uns auch einen Plan mit unbegrenzten Daten an. Warum die Anführungszeichen? Weil du beachten musst, dass obwohl du anfangs eine hohe Geschwindigkeit hast, die Surfgeschwindigkeit nachher auf 1 Megabyte pro Sekunde reduziert wird, sobald die täglichen Gigas aufgebraucht sind. Also ist es mit den unbegrenzten Daten einfach nicht ganz richtig. TruePhone, da haben wir 6 Datentarife. Zweimal Tarife für einen Tag mit entweder 100 Megabyte oder 1 Gigabyte. 4 unterschiedliche Tarife gültig für 30 Tage mit einem Datenlimit von 2, 5, 12 oder 20 GB. Preislich hier liegen wir zwischen 4 und 37 Euro. SIM Options ist ein Marketplace, auf dem du verschiedene Pläne zwischen 7 und 30 Tagen findest. Alle haben Datenlimit zwischen 1 oder 50 GB und wie du auf der Website sehen kannst, sind die Preise hier deutlich die teuersten auf dem ganzen Markt. Außerdem, was noch dazu kommt, da es sich da um einen Marketplace handelt, ist es schwierig, einen guten Service zu garantieren, wenn es mal darum geht, ein Problem zu lösen, weil das Unternehmen einfach nur als Vermittler von der Marke und dem Kunden dann auftritt. Nachdem wir uns jetzt mal kurz die unterschiedlichen eSIM-Pläne angeschaut haben, weißt du wahrscheinlich schon, was unsere Lieblingsoption ist. Ganz genau, es ist Olafly. Aber warum haben wir uns für unsere Reise nach Griechenland für Olafly entschieden und wie benutzt man das Ganze? Als internationale Reisegemeinschaft bei Passporta brauchen wir für jede unserer Reisen rund um die Welt einfach eine gute und stabile Internetverbindung. Und jetzt erklären wir dir, warum wir dafür immer Olafly wählen, um in Griechenland mit dem Internet verbunden zu sein. Olafly bietet uns nämlich einfach unbegrenzte Daten an in Griechenland und zwar mit einer ausgezeichneten Geschwindigkeit. Es bietet uns außerdem die Flexibilität, abhängig von der Dauer unserer Reise und unserem Reiseziel. Und wie wir bereits erwähnt haben, hast du für deine Reise nach Griechenland 8 unterschiedliche Pläne mit unbegrenzten Daten, die dann je nach der Dauer der Reise von 19 bis 99 Euro reichen. Wir haben außerdem sogenannte Multi-Destination-Pläne. Das heißt, dass die SIM-Karte für Europa es dir ermöglicht, sowohl in Griechenland als auch in allen anderen Ländern des Kontinents, so wie Deutschland, Spanien, Frankreich oder wo auch immer in Europa, verbunden zu sein. Und so kannst du also easy von einem Land zum nächsten hoppen, ohne die eSIM überhaupt wieder wechseln zu müssen oder aber dich neu um Internet kümmern zu müssen. Außerdem bietet uns Olafly einen 24-Stunden Kundensupport an. Auf Spanisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch und Japanisch, der uns dann in weniger als einer Minute per Chat oder per WhatsApp antwortet. Und das macht ehrlich gesagt für uns den Unterschied. Denn wenn wir mal irgendwelche Zweifel oder Probleme haben, dann hilft es einfach immer, mit einer Person in der eigenen Sprache sprechen zu können. Abgesehen davon beinhalten die eSIM-Pläne auch noch Anrufe. Und die Marke bietet uns verschiedene Währungsoptionen für die Zahlung an. So können wir uns entscheiden, ob wir ganz gemütlich in Euro, Dollar oder mexikanischen Pesos bezahlen wollen. Und zu guter Letzt, wenn wir uns die Meinungen und Bewertungen auf Trustpilot einfach mal anschauen, dann ist Olafly das Unternehmen mit der größten Anzahl an Bewertungen, nämlich mehr als 20.000. Und einer super Note, nämlich 4,7 von 5, was uns ihr gutes Funktionieren und den guten Service einfach nochmal bestätigt. Und damit ist Olafly auch das am besten bewertete eSIM-Unternehmen. Denn andere, wie Aralo zum Beispiel, haben nur schlappe 2,6 Sterne bei ungefähr 1.000 Bewertungen. Nach unserer Erfahrung auf unseren Reisen sind wir also zum Schluss gekommen, dass Olafly definitiv die beste Option auf dem Markt ist in Bezug auf Preis-Leistungs-Verhältnis. Und ja, auch wenn auf den ersten Blick andere Optionen erstmal günstiger erscheinen mögen, wenn man dann mal genauer hinschaut, basierend darauf, was jeder wirklich anbietet, dann ist das Angebot von Olafly am Ende einfach das wettbewerbsfähigste und rentabelste. Okay. Wenn jetzt du, so wie wir auch denkst, dass Olafly die beste Option ist, dann geben wir dir jetzt gerne einen Rabattcode PASSPORTA, mit dem du 5% bei deinem Einkauf sparen kannst. Aber bevor ihr jetzt alle losrennen wollt, bitte denk dran, erstmal zu überprüfen, ob dein Handy überhaupt mit einer eSIM kompatibel ist. In der Videobeschreibung unten findest du dazu eine Liste aller kompatiblen Handys.
Und falls du dich jetzt fragst, wie verwende ich die eSIMs von Olafly überhaupt und wie werden die installiert, dann kann ich dich beruhigen, denn der Installationsprozess ist super easy und kann sowohl auf allen iPhones als auch auf allen Android-Geräten durchgeführt werden. Wir empfehlen dir nur, die Installation vor eurer Reise durchzuführen, weil du dafür eine Internetverbindung brauchst. Die eSIM kann aber installiert und einfach erst dann aktiviert werden, wenn ihr wirklich erst am Zielort angekommen seid, zum Beispiel direkt nach der Landung, Karte aktivieren, damit es auch erst dann losgeht, wenn ihr wirklich auf Reisen seid. Wie installiere ich das Ganze jetzt auf einem iPhone? Also, sobald du deinen Kauf abgeschlossen hast, bekommst du eine E-Mail mit einem QR-Code, den du dann einscannen musst. Der leitet dich automatisch in die Einstellung deines Telefons weiter und sobald die eSIM installiert ist, wählst du einfach aus, ob du sie für Reisen oder für Arbeit verwenden möchtest und zack, ist sie auch schon bereit für den Einsatz. Die Installation kann auch manuell ohne Computer durchgeführt werden, indem du einfach den Code in die Einstellungen deines Handys eingibst, den du entweder in der E-Mail oder auch in der App nachschlagen kannst. Was, apropos App, auch sehr praktisch ist, um einfach die Dauer deines Datenplans zu kontrollieren. Wie installiere ich das Ganze auf einem Android-Gerät? Hier musst du bitte beachten, dass der Prozess ja je nach Modell deines Android-Geräts ein bisschen variieren kann, aber wahrscheinlich doch sehr ähnlich zu dem ist, was ich dir jetzt zeige. Also, zuerst gehen wir mal in die Einstellungen rein, wählen dort Verbindungen aus, gehen in den SIM-Karten-Manager, fügen eine mobile Karte dort hinzu, scannen den QR-Code und zack, ist sie auch schon wieder installiert. So, was mache ich jetzt aber, wenn mein Handy nicht mit einer eSIM kompatibel ist? Welche anderen Optionen habe ich dann, um mich in Griechenland mit dem Internet zu verbinden? Gute Nachrichten, es gibt auf jeden Fall andere Methoden, um auch in Griechenland Internet zu haben. Wie zum Beispiel das klassische Roaming, das von den Telefongesellschaften angeboten wird. Ist allerdings auch die teuerste Option. Und es wird wirklich empfohlen, vorher bei deinem Anbieter nachzufragen, um böse Überraschungen am Ende des Monats auf deiner Endabrechnung zu vermeiden. Pocket Wi-Fi ist die zweiteuerste Option, weil du da nicht nur Internetgebühr zahlen musst, sondern auch noch das Gerät mieten musst, dann eine Versicherung für dieses Gerät abschließen musst und auch noch die Versandkosten tragen musst. Und abgesehen davon ist es einfach unchillig, da die ganze Zeit so ein Gerät mitzuschleppen, wo übrigens die Batterie um die 6 Stunden maximal hält. Es handelt sich hier auch oft um Langzeitverträge, was natürlich aber auch eine Option ist, die es dir erlaubt, Internet mit jemand anderem zu teilen. Allerdings musst du bitte beachten, dass diese Geräte auch leicht einfach mal gehackt werden können. Und ansonsten findest du in Griechenland auch immer wieder kostenlose Wi-Fi-Hotspots an zum Beispiel Flughäfen, Cafés, Hotels oder Restaurants. Aber bitte beachte, dass diese Netzwerke besonders anfällig sind und wir raten wirklich dringend davon ab, Transaktionen durchzuführen, bei denen deine persönlichen Daten gefährdet werden könnten. Okay, ihr Lieben, das war unsere Erfahrung mit der Internetverbindung in Griechenland und wir hoffen, dass dir dies als Reisegemeinschaft bei deinen zukünftigen Reisen nützlich sein wird. Macht's gut!